Herzlich willkommen bei Makabe München. Heute ist für uns ein ganz, ganz großer Tag. Wir eröffnen unseren eigenen ligatauglichen Fußballplatz. Einer coolen Umkleidekabine und einem DFB-Mini-Spielfeld. Kein schlechter Start für 2010, oder? Wenn ich alle Institutionen, die uns geholfen haben, aufzähle, nämlich die Stadt München, die IKG, deutsche und israelische Banken, die Fußballverbände, Privatleute und der FC Bayern, dann kann ich nur sagen, all das steckt ja auch ein bisschen in Kurt Landauer. Kurt Landauer war eine Institution in München, Fußballfanatiker, jüdischer Privat- und Geschäftsmann und er war Präsident von Bayern München. Und für mich bedeutet die Unterstützung Maccabis von jüdischen und nichtjüdischen Menschen und Institutionen, dass wir Juden hier in München zu Hause sind und uns zu Hause fühlen. Frau Präsidentin Knobloch hat bei der Einweihung des jüdischen Zentrums am Jakobplatz gesagt, unsere Koffer sind ausgepackt. Und ich kann Ihnen jetzt sagen, Frau Knobloch, wir haben sogar einen Platz zum Fußballspielen. Vielen Dank. Da wir in der Kindheit gelernt haben, dass besser als eine lange Rede die Schokolade ist, habe ich Herrn Reiber 40.000 Euro mitgebracht. Maccabi München, FC Bayern München. Passt das zusammen? Kam das zusammen? Wir wissen alle, dass ohne Kurt Landauer, der ja der erste Präsident des FC Bayern war, der mit der längsten Amtszeit in 90 Jahren, der FC Bayern möglicherweise heute ein anderer Club wäre, wie er heute ist. Deswegen sind wir besonders stolz, dass Marc Herrmann, unser früherer Präsident, hier seinen Platz geliefert hat und wir haben gerne etwas vorbeigetragen. Für die, die es jetzt nicht sehen, da draufstehen die Worte 25.000 Euro. Ich will mich gleich am Anfang anbringen. Ich habe den Platz betreten, habe gesagt, er tauscht mich um. Toll, Robby, was Sie geleistet haben. Und ich wünsche weiterhin viel Hatzlacher und viel Erfolg. Immer wieder heißt es, Sport verbindet die Menschen. Immer wieder betonen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Sport sei eine Domäne der Fairness, in der Konflikte friedlich ausgetragen werden. Da im sportlichen Wettkampf treffen Menschen aufeinander, die sich unter anderen Gegebenheiten niemals kennenlernen würden. Und sie beachten Regeln. Nicht zuletzt die Olympischen Spiele stehen in den Gedanken der Völkerverständigung. Und bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahre 2006 haben wir alle erleben dürfen, was es heißt, wenn die Welt zu Gast bei Freunden ist. Denn das war kein leeres Motto, sondern gelebte Gastfreundschaft, Freundschaft also. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite sind Hooligans und Rechtsextremisten, die meinen, den Fußball auf perfide Weise für ihre Zwecke instrumentalisieren zu können. Theo Zwanziger hat stets dafür gesorgt, dass Brauns Gedankengut im Sport keine Chance hat. Und zwar in einem Bereich, der nicht auf den ersten Blick politisch erscheint, nämlich im Sport. Damit hat er gezeigt, welches Potenzial der Fußball hat für eine gemeinsame Zukunft im Leben, ja für die Gestaltung unserer Gesellschaft. Er hat nicht darauf gewartet, dass ihm irgendwer sagt, wie er mit der deutschen Vergangenheit umgegangen werden soll. Er ist einfach damit umgegangen. Auf eine sehr couragierte, aufgeklärte und offensive Art, die vielen anderen ein Vorbild sein kann. Verehrte Anwesende, Maccabi ist heute ein selbstverständlicher Lebensinhalt vieler jüdischer Kinder und ihrer nicht-jüdischen Freunde. Dieses bunte, unbeschwert fröhliche, multikulturelle Team tritt den Anstoß für uns als Gesellschaft. Wir sind gefragt, den Ball weiterzuspielen. Leidenschaftlich, unser Leben lang. Und das garantiert uns Robby Reiber mit seinem Team Maccabi Chai Masalkov. Das sind die Antwort hier beim Kurt Landauer Platzeröffnung Fußball-Damenspiel.